Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meiner Rezension zu Maman von Sylvie Schenk. Dieser aktuelle Roman der deutsch-französischen Schriftstellerin steht aktuell auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2023, hat also die Chance, den Preis zu gewinnen und ist mein Patenbuch für dieses Jahr. Mir wurde das Buch per Losverfahren zugeteilt. Ich hätte es noch mit anderen BuchpreisbloggerInnen tauschen können, falls wir uns da einig geworden wären, aber ich war mit meinem Losglück recht zufrieden, war neugierig auf das Buch und deswegen habe ich es dabei belassen. Das Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen, darüber hinaus erfolgt keine Vergütung für diese Kooperation und ihr erhaltet wie immer meine ehrliche Meinung und Rezension zu diesem Buch. Das ist ein autofiktionales Werk, in dem sich die Autorin der eigenen Mutter und weiblichen Familiengeschichte annähert. Es wird direkt in der Einleitung deutlich, dass sich das Allermeiste auf Annahmen und Vermutungen stützt, weil über genau diese Geschehnisse innerhalb der Familie nie gesprochen wurde. Die Mutter ist mittlerweile verstorben. Es wird dabei deutlich, dass die Kindheit mit dieser Mutter nicht ganz einfach war. Die Mutter hatte offensichtlich viele Geheimnisse, die sie weder ihren Kindern noch ihrem Mann anvertraut hat, die sie komplett für sich behalten hat, auch aus guten Gründen, wie wir im Verlauf des Textes erfahren werden, weil sie wiederum auch eine schwierige Kindheit und Jugend hatte. Die Mutter, also dann in dem Fall die Großmutter von der Erzählerin, verstarb bei der Geburt. Der Vater war unbekannt, vermutlich war er ein Freier, denn die Großmutter hat als Prostituierte gearbeitet, wie so viele Frauen zu dieser Zeit, die wirtschaftlich sehr, sehr schwierig war und den Frauen fast keine andere Wahl ließ. Dadurch kam aber die Mutter auch sehr früh in Pflege, eigentlich schon im Säuglingsalter, hat in den Pflegefamilien ebenfalls traumatische Erfahrungen gemacht, die sie nicht aufarbeiten konnte, über die sie gar nicht sprechen konnte, die sie vermutlich auch gar nicht richtig reflektieren konnte und dadurch ist auch die Erziehung der eigenen Kinder dann wiederum gezeichnet. Und diese Sprachlosigkeit in der Familie, die Tatsache, dass die Mutter auch gegenüber ihren Kindern eigentlich immer eine Rolle spielen musste, um ihre Herkunft zu verschleiern. Also sie hat trotz dieser nebulösen und vielleicht auch gesellschaftlich verpönten Herkunft am Ende einen Zahnarzt geheiratet, ist also in eine etwas höhere gesellschaftliche Schicht aufgerückt und hat Zeit ihres Lebens versucht, sich diesem Milieu anzupassen und ihre Herkunft zu verleugnen. Und diese Art von Maskerade hat sie auch gegenüber ihren Kindern niemals ablegen können. Und ich mag, wie Sylvie Schenk oder die Erzählerin versucht, ihre Mutter zu begreifen und auch zu beschreiben. Denn man spürt an diesen Sätzen eine gewisse Distanz zu dieser Mutter, die eben genau dieser Heimlichtuerei vielleicht auch geschuldet ist. Ich werde euch mal ein paar Sätze vorlesen, die mir eben auch sprachlich gut gefallen haben. Ich stelle meine Mutter nicht in Frage. Ich habe sie geliebt, wie man ein seltsames Wesen liebt, das zu einem gehört. Ein Geheimnis, das man bewahrt. Eine Raritätenmutter, die man beschützen muss, auch wenn ich sie manchmal abstoßend fand. Wir haben mit ihr keine Zärtlichkeiten ausgetauscht. Sie hat uns nicht viel beigebracht. Das Übliche vielleicht, was gerade passte oder sich unbedingt gehörte. Und das auch nur wie nebenbei, weil es eben nicht zu ihr gehörte. Aber lieber nichts als etwas Künstliches, Steifes, Prätentiöses. Sie war ein stummer Mensch mit blauen Augen und einem Verstand, der damit beschäftigt war, seine Mängel zu kaschieren. Durch diese Beschreibungen bekomme ich ein wirklich gutes Bild von der Mutter als Person und auch von der Beziehung zu ihren Kindern, beziehungsweise wie die Kinder auf diese Mutter blicken. Es ist auch so, dass die Erzählerin immer wieder mit ihren Geschwistern telefoniert und auch von denen nochmal andere Perspektiven auf die Mutter bekommt. Denn natürlich war die Bindung zwischen der Mutter und ihren Kindern auch nicht immer gleich. Und so fand ich die Gespräche mit den Geschwistern auch nochmal interessant, die in diesen Text mit hineinfließen und die Perspektive der Erzählerin auch nochmal so ein bisschen herausfordern in Bezug auf einige Aspekte. Jetzt ist die Erzählerin eines der ältesten Kinder und damit ja auch ein Kind, das zur Welt kam, als die Mutter noch sehr jung war. Sie hat da tendenziell wahrscheinlich auch noch am meisten Fehler gemacht. Dinge, die sich dann bei den jüngeren Geschwistern ein wenig abgeschliffen haben vielleicht. Und auch diesen Aspekt fand ich unheimlich interessant, wie der in diese Geschichte eingewoben wird. Insgesamt mochte ich diese nicht beschönigende Erzählweise. Die Art und Weise, wie sie auf ihre Mutter blickt, ist sehr ehrlich und authentisch. Und sie reflektiert auch viel von sich selbst und ihren Gefühlen in Bezug auf die Mutter und ihre Kindheit. Mir gefiel vor allem, wie von den Umständen und der Zeit erzählt wird, in der oder unter denen die Mutter und auch die Großmutter aufgewachsen sind.
Sie zeigt damit eben auch ein gesellschaftliches Porträt von der Zeit, also dass die Großmutter eben als Prostituierte gearbeitet hat, war nichts Ungewöhnliches. Viele Frauen hatten keine andere Möglichkeit, ihre Familien zu versorgen. Die Männer waren weg im Krieg und andere Soldaten kamen zu den zurückgebliebenen Frauen und haben ihre Dienste in Anspruch genommen. Und hier steht dann auch durchaus mal so ein Satz wie: Prostitution war gang und gäbe, die Männer bumsten und zahlten, die Frauen entbanden und starben. Und solche prägnanten Sätze finden sich immer wieder in diesem Text. Mir hat das stilistisch und erzählerisch sprachlich wirklich gut gefallen. Und es ist für mich auch vollkommen verständlich, dass mit dieser Herkunft der Mutter plus dann den eigenen Erfahrungen in der Kindheit als Pflegekind einfach auch ein Unvermögen da war, überhaupt über eigene Konflikte zu sprechen oder diese aufzuarbeiten. Das heißt, wir haben es hier auch mit Trauma zu tun und Trauma, das in einer Familie steckt und nicht aufgearbeitet werden konnte, vielleicht an die Kinder weitergegeben wurde. Und woher das entspringt. Ich glaube, sowas ist auch immer interessant nachzuverfolgen in der eigenen Familiengeschichte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich finde, es ist auch ein Buch, das einem nochmal zeigt, es lohnt sich, die eigenen Eltern besser kennenzulernen, wenn sie dazu bereit sind oder vielleicht auch mal mit den Großeltern über solche Dinge zu sprechen. Hier wird ganz klar, es wurde überwiegend geschwiegen. Die Mutter war ein Mysterium für ihre Kinder, vielleicht auch für sich selbst und eigentlich kannte sie niemand. Und für mich wäre es echt interessant gewesen, ihre Geschichte oder ihre Sicht der Dinge zu hören. Und ich habe mich hier an gewissen Stellen auch schwer getan mit den Vermutungen oder Annahmen, die die Erzählerin trifft. Also es ist eine Sache zu behaupten, dass die Mutter sehr viel mit Scham gekämpft hat und sich versteckt hat oder ihre Herkunft versteckt hat, eben insbesondere gegenüber der gut bürgerlichen Familie, in die sie eingeheiratet hat. Da kann ich noch mitgehen in Bezug auf das, was ich in der Geschichte erfahre. Aber es ist eine andere Sache, bis ins Schlafzimmer zu schauen und die Mutter beim Sex zu beschreiben und sie eine Abscheu empfinden zu lassen gegenüber ihrem Mann und dessen Geschlechtsteil. Also das fand ich dann doch ein bisschen übers Ziel hinaus vielleicht, oder ich habe mich zumindest unwohl gefühlt mit dieser Vermutung, denn wir alle wissen nicht, was in den Schlafzimmern unserer Eltern so stattfindet. Und solche Dinge dann zu behaupten, obwohl man auf der anderen Seite sagt, dass man seine Mutter gar nicht richtig kannte, fand ich zumindest etwas unangemessen, aber das ist vermutlich Geschmackssache. Und im Verlauf des Buches hat sich dieser Gedanke für mich auch immer weiter verfestigt, dass ich hier zwar viel Vermutungen und Annahmen über die Mutter lese, aber eigentlich am Ende nie sicher sein kann, ob es der Wahrheit auch nur nahe kommt. Und das war so ein bisschen unbefriedigend im Verlauf des Textes, weil ich mir natürlich gehofft habe, dass es doch ein bisschen faktenbasierter ist, dass man mehr herausfinden konnte. Ich kann absolut verstehen, dass das nicht der Fall ist. Aber für mich hat sich da irgendwann so eine Unzufriedenheit entwickelt, weil ich mir immer dachte, ja, es könnte auch ganz anders sein. Oder die Mutter empfand das vielleicht gar nicht so. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was mir der Text darüber hinaus bringen soll. Und da tut er doch vieles. Das ist eben dieses Aufzeigen von Traumata, das Aufzeigen von dem Milieu, aus dem die Großmutter und die Mutter kommt und wie sich das durch die Familiengeschichte zieht. Auch eine gewisse Herleitung natürlich der Verhaltensweisen der Mutter aufgrund ihrer eigenen Herkunft. Und das Ganze erzählt in dieser sehr direkten und unnachgiebigen Art, also stilistisch interessant und vor allem auch literarisch. Von daher hat das Buch definitiv seine Pluspunkte, aber so richtig begeistert war ich am Ende der Lektüre nicht. Und demnach bin ich auch ein bisschen überrascht, dass es auf der Shortlist gelandet ist. Freue mich aber natürlich, weil es mein Patenbuch ist und ich grundsätzlich ja auch die Qualitäten dieses Buchs erkennen kann. Für mich bleibt am Ende der Eindruck, dass selbst wenn nur ein Bruder oder eine Schwester von Sylvie Schenk diese Geschichte erzählt hätte, sie vermutlich komplett anders abgelaufen wäre. Und damit habe ich am Ende nicht das Gefühl, der Mutter von Sylvie Schenk wirklich näher gekommen zu sein. Ich habe nur die Sicht der Autorin auf ihre Mutter bekommen oder der Erzählerin. Und da weiß ich nicht, ob mir das genug gibt, um dieses Buch wirklich auf Dauer im Gedächtnis zu behalten. Das ist aber auch gar nicht unbedingt das Ziel des Deutschen Buchpreises. Da geht es darum, das beste deutschsprachige Buch aus diesem Jahr zu prämieren. Und das könnte vielleicht Maman von Sylvie Schenk sein. Wir werden es erfahren. Lasst mir gerne mal Kommentare da, ob ich euch das Buch nach meiner Rezension jetzt schmackhaft machen konnte, ob ihr es bereits gelesen habt und was ihr davon haltet, ob wir da einer Meinung sind oder ob ihr mir widersprechen möchtet. Packt das alles sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und damit hoffe ich jetzt, euch hat dieses Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.